Das Medienecho ist gewaltig. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein deutscher Fernsehsender oder eine Tageszeitung über die sogenannten Schulrebellen aus der Mittelschule Seifennersdorf berichten. Die reichlich 4000 Seelen große Grenzstadt steht seit Wochen im Zentrum der Aufmerksamkeit, weil die Eltern ihre Kinder seit einem halben Jahr illegal zum Unterricht schicken. Illegal, so sieht es jedenfalls die Sächsische Bildungsagentur. Bereits im Sommer 2012 hatte die Schulbehörde die Gründung dieser fünften Klasse untersagt. Doch der Widerstand gegen die Schulpolitik des Freistaates ebbt bei Eltern und Lehrern nicht ab. Von den anfangs 23 Schülern waren am letzten Tag vor den Winterferien immer noch 12 Kids übrig, die am Unterricht teilnahmen. Die Jungs und Mädels erhielten ihre ersten Noten in der Mittelschule. Doch während das Zeugnis der Seifennersdorfer Pädagogen für die Schüler meist gut ausfällt, war in diesen Tagen eine zweite Halbjahresinformation der Schulbehörde auf dem Postweg. Dort soll im Prinzip drin stehen, dass die Kinder Fehltage haben und dass die dadurch versetzungsgefährdet sind. Das ist ja kein Zeugnis, das ist ja Halbjahresinformation und das ist ein Wissensstand darüber, was die Kinder gelernt haben bei uns in der Schule. Und wenn die das jetzt nicht anerkennen, ich kann Ihnen nur sagen, was da wird. Auch die Schüler sind verunsichert. Also ich finde das ein bisschen doof, dass wir zwei Zeugnisse kriegen, weil wir eigentlich sollten an unsere zugeteilten Schulen gehen. Zwei Zeugnisse, das bringt halt nicht viel. Vor allem, weil auf dem anderen Zeugnis steht ja bloß drauf 6, 6, 6, weil wir ja gar nicht an dem Unterricht haben teilgenommen und an den Arbeiten, die da dran waren. Das ist natürlich eigentlich sinnlos. Nach den Winterferien soll der Unterricht normal weitergehen. Im Prinzip haben wir Lehrer, die in Ruhestand sind. Wir haben eine Lehrerin, die noch berufstätig ist. Und diese Lehrer werden für die Kinder da sein und den Unterricht abwickeln. Und in jedes Fach ist dann abgesichert. Der Kampf um den Erhalt der Mittelschule ist längst noch nicht verloren. Ein klares Signal kommt aus dem Seifennersdorfer Rathaus. Der Stadtrat hat eindeutig einen Beschluss gefasst und somit steht die Stadt komplett hinter den Eltern. Der Beschluss beinhaltet, diese Schule weiterzuführen. Bleibt abzuwarten, wie weit die Akteure beider Seiten beim Tauziehen um die verbliebenen Schüler und den Mittelschulstandort Seifennersdorf noch gehen werden.